So Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Minecraft Bed Wars. Hier auf der Map Coast Rescue mit dem Muskelaufbau-Pack wie zweimal wieder mit den blauen Blöcken. Gönnt euch, Leute. So, wir haben einen, der allein ist, Leute, aber es ja, geht leider momentan absolut gar nicht anders, weil es nicht früh jetzt ist. Es ist gerade 11:30 mittags, aber zu früh halt. Ein Gomme-HD-Spieler denken, Schule ist sinnvoll und treiben sich in solchen Gegenden rum, auch wenn ich das für absolut unnötig halte. Aber naja, was soll man machen? So, haben wir schon das erste Team. Gut. Goldapfel noch schnell gönnen auf Ehre. Ich bin ein Gapple-Star. Unser Bett ist gleich weg, aber euers auch. Das ist kein Problem. Achso. Grün? Hä? Wo ist denn grün? Fuck, jetzt, ja, jetzt sind wir down, oder? Ja, geil. Nee, noch nicht. Noch nicht. Achso, mein Mate ist da. Achso, das war mein Mate. Ich habe mich gerade schon gefragt, wer ist grün, Digga. Ach, das waren wir, Junge. Ach. Du Kacke, Digga. Wieder geil, Alex. Geilomatico. Absolute Legende. Eieieie. Gönn ein Eisen, danke. Du beschützt die Base, danke. So, ich gehe raschen, danke. Wir haben noch den Bärenhunter. Sowie Team Blau. Also, dann widmen wir uns mal dem Bärenhunter. Ich würde gerne hoch, wenn es erlaubt ist, Bärenhunter. Wenn es erlaubt ist, würde ich gerne unser feindliches Team ausschalten. Wenn nicht, auch nicht schlimm. So, sind oben. Müssen nun einen Takedown machen, schaffen, damit wir schön viel... Oh, Junge. Damit wir schön viel, schön unser Eisenschwert uns gleich gönnen können. Da oben spawnt übrigens gar kein Gold mehr, ist mir aufgefallen, Leute. Ich glaube, das wurde irgendwie aufgrund von mangelnder... Ah, schade, jetzt wollte ich die noch... Nein! Junge, geil. Abflug. Ah, schade, Digga, jetzt habe ich nicht mehr... Jetzt wären sie beide down gewesen, Junge. Hätten die mich nicht erwischt, dann wären sie jetzt schön blöd dran, Digga. Arm dran wären sie dann jetzt. So, da Cola Bier. Junge, wer hat hier gerade Fallschaden kassiert? Ach, das war's wahrscheinlich du. Denke ich mal, dann hole ich mir die Flexerbande von Blau schnell. Beide Schwerter, geil. Beide down. Haben wir. Haben wir eins und zwei ist, was weiß ich wo. Der chillt hier hinten rum. Boah, Junge, drei Schwerter abgewehrt, glaube ich, insgesamt. Nennt mich Maschine, Leute. Nennt mich Maschine. So. Dann geht's auch schon zum letzten, dem sogenannten Bärenhunter. Auf. Oh, das wird mein Mate wahrscheinlich regeln, wie es aussieht. Mein Mate regelt die Lage. Digga, ich will auch noch meine Showtime, Digga. Hatte ich zwar schon, aber gerne nochmal. So, dann stecke ich mich mal zu dem rein und töte ihn. GG, Leute, und ab in die nächste Runde. So, Leute, herzlich willkommen zur letzten Runde mit Mrs. Muskelaufbau am Start. Habe ich mir gedacht, lade ich jetzt in die letzte Runde noch schnell ein. Ja, machbare Gegner hoffe ich jetzt mal. Falls ihr auch Bock habt, demnächst nochmal mit Mrs. Muskelaufbau im TS. Als Thema möchte ich sie gern Känguru ansprechen. dann schreibt's in die Kommentare oder lasst ein Like da. Also ich finde, das ist bisher so die angenehmste
angenehmste Aufnahmepartnerin, genau. Der angenehmste Aufnahmepartner, den ich bisher habe, so. Weil jetzt nichts gegen dich, Goldi, aber du bist zu gut, also zu gut im Game. Und du nimmst mir meine ganze Showtime, also ich will ja spannende Runden und so bringen und so. Und du bist halt zu gut, also du rasierst zu gut. Also jetzt nichts gegen dich oder so, alles gut, alles gut. Also ist ja auch in Ordnung, also du sollst ja auch in meinen Aufnahmen spielen, wie du immer spielst. Also nicht, dass du jetzt denkst, du musst mir jetzt irgendwie Dings geben, irgendwie mich die Betten abbauen lassen oder so, das jetzt nicht. Also spiel ruhig, wie du willst oder so, alles gut. Aber so ist Muskelaufbau ist halt nicht so gut und redet viel im TS. Also mit der kann man sich echt gut unterhalten, so. Was mit meinen bisherigen Aufnahmepartnern entweder nicht der Fall war, also dass man nicht so gut sich unterhalten kann oder... Junge, was sehe ich hier gerade durch? Oder eben wie bei Goldi, der ist echt, mit dem kann man sich echt gut unterhalten und so. Aber der halt zu sehr rasiert. Junge, bitte den noch. Ach, schade, es wäre so ein guter Rush gewesen, Junge. Der halt zu sehr rasiert, Digga. Und die Aufnahme wird einfach nicht actionreich. Also meine Aufnahme halt, weil Goldi alles reißt halt. Ihr wisst, was ich meine. Deswegen finde ich, Muskelaufbau bisher so. Also ich habe jetzt einmal mit ihm aufgenommen. Sorry dafür, ich kann mich da nicht dran gewöhnen. Ich habe jetzt einmal mit ihm aufgenommen, aber das war echt, ja, richtig nice, muss ich sagen. Deswegen, oh ja, der ist down. Nice, dann holen wir schnell den Luigi, Alter. Letztes Team auch noch down. Schau, und so kann ich zum Beispiel mit Goldi nicht rasieren. Alle drei Betten geholt, auch so ziemlich alle Kills. Und das geht halt mit Goldi nicht, weil er auch halt alle möglichen Leute halt rasiert. Ihr wisst, was ich meine. Also nichts gegen Goldi nochmal. Also ich werde weiterhin auch mit dem aufnehmen. Echt korrekter Dude so. Aber Miss Muskelaufbau ist halt so. Miss Muskelaufbau ist die beste Aufnahmepartnerin, weil sie schlecht ist. Also das ist echt witzig irgendwie. Weil sie schlecht ist, die beste Aufnahmepartnerin. So Leute. Das war's wieder mit dieser Folge von Minecraft Bed Wars. Mache kurz Verabschiedung. Also, weil sie schlecht ist und weil sie viel redet und unterhält und so. Und einfach das letzte Mal richtig chillig war, fand ich. So, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, lasst ein Like und ein Abo da, falls ihr Mrs. Muskelaufbau mal wieder im TS hören wollt. Wo ist jetzt eigentlich mein Fahnenkreuz? Achso, ich habe das F5 aus, oder? Warte mal. Ja, habe ich F5 aus. Hat den Grund, dass ich gerade ein Chesspack Opening aufnehme. Also es ist XXXXXXXL Chesspack Opening. Und da müsst ihr natürlich meinen Kopf sehen, ohne so ein fettes Fahnenkreuz vor der Fresse. So, ich wünsche euch was. Macht's gut. Bis bald. Ciao.